Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Meine Lieben, endlich habe ich es mal wieder geschafft, rauszugehen. Gerade war noch die Sonne da, die hat sich jetzt gerade wieder verpisst. Ist halt so, wenn man in den Bergen wohnt. Über genügend Sonne kann ich mich leider nicht freuen, aber das macht fast gar nichts. Es ist trotzdem immer noch sehr schön hier heraus. Bevor ich euch sage, um was es heute gehen soll, und na, ich mach's mal anders. Es wird wieder um eine Uhr gehen. So, jetzt werden wahrscheinlich wieder ein paar Abonnenten abspringen. Ich muss es euch nicht erklären, warum ich in letzter Zeit so uhrenlastige Videos mache. Ich möchte es euch aber trotzdem ganz gern, ganz kurz mal erklären. Leute, ich war die letzten Monate sehr krank und bei mir ging einfach nichts. Ich konnte nicht rausgehen wirklich, ich konnte draußen nichts machen, es war alles etwas schwierig. Ich möchte jetzt auch nicht rumheulen oder sonst irgendwas, aber so war es halt einfach. Und da musste ich einfach auf altes Filmmaterial zurückgreifen, was ich einfach neu geschnitten habe, und da waren halt einfach ein paar Uhren dabei. Und ich musste ein paar Sachen nachdrehen und das habe ich halt alles drin machen müssen. Es war halt einfach so. Soll jetzt keine Ausrede für irgendwas sein, ich wollte es euch trotzdem mal erklären. Heute habe ich es endlich mal wieder rausgeschafft. Ich hatte letzte Woche, ich weiß nicht, wann dieses Video hier rauskommt, aber jetzt zum aktuellen Zeitpunkt hatte ich letzte Woche einen kleinen Eingriff, eine kleine Operation. Es verlief alles sehr gut und ich soll mich viel draußen bewegen, und das habe ich jetzt einfach gemacht und deshalb bin ich heute wieder rausgegangen. Es ging nicht viel, ich habe nicht viel neuen Stuff dazu bekommen, deshalb wird es heute wieder ein Uhrenvideo. Das wollte ich eh schon länger mal machen, und zwar soll es heute um die Tactical Watch Inceptor von der Firma KHS gehen. Hatte ich eh schon etwas länger vor, aber es wird halt wieder ein Uhrenvideo. So, genug gelabert. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen aufklären. Ich muss es nicht tun, das ist mir klar. Es geht auch niemandem etwas an, mein Gesundheitszustand. Ich wollte es euch trotzdem erklären, weil mir aufgefallen ist, dass sich die Abonnentenzahl verringert hat bei meinen letzten Videos und nicht, wie es üblich ist, auf YouTube vermehrt hat. Und deshalb wollte ich das jetzt einfach mal loswerden. Aber jetzt kommen wir endlich zu der KHS Inceptor, KHS Tactical Watches. Und jeder, der mehr über diese Uhr wissen will, ist herzlich eingeladen, sich das Video anzutun. Und mir bleibt wie vor jedem Video wieder einmal nur zu sagen, viel Spaß dabei. So, nach dem Mimimi-Anfang und während mein Teewasser kocht, schaut echt ganz cool aus, oder? Mit dem Dampf hier. Werde ich euch etwas über die deutsche Firma KHS Tactical Watches erzählen. Viel habe ich nicht gefunden, aber ein paar Sachen habe ich mir zusammengetragen. Also, der deutsche Uhrenhersteller KHS Tactical Watches stellt verschiedene Armbanduhren her, die vor allem für Sportler, hauptsächlich Outdoor-Sportler, Militäreinheiten, Einsatzkräfte und auch der Polizei, dein Freund und Helfer, aufgrund der individuellen hohen Anforderungen verschiedene Vorteile gegenüber herkömmlichen Uhren aufweisen. Nett abgelesen, aber ich kann es nur bestätigen. Die Marke KHS steht dabei für qualitativ hochwertige Verarbeitung, beste Technologie und höchste Beständigkeit bei Extrembelastungen. Das kann ich nur bestätigen bei meiner KHS, die macht wirklich alles mit, und ich kenne ein paar Leute, die haben auch eine KHS Tactical Watch und die sind auch alle durch die Bank sehr, sehr zufrieden damit. Das war alles, was ich euch über die Firma kurz zusammenfassen konnte. Während mein Tee zieht, der Arzt hat gesagt, viel an die frische Luft, viel Bewegung und viel trinken. Alle drei Kriterien erfülle ich heute. Möchte ich euch etwas über die technischen Daten erzählen. Also, das Gehäuse ist ein Edelstahlgehäuse, schwarz IP beschichtet. Das Glas ist ein extra gehärtetes Mineralglas. Das Ziffernblatt ist schwarz mit arabischen Ziffern. Die Uhr besitzt ein Datumsfenster und hat einen roten Sekundenzeiger für exakt genaue
Einsätze, für taktisch sekundengenaue Einsätze, was ich außer beim Airsoft-Spielen in meinem täglichen Leben eigentlich nicht brauche. Das Uhrwerk ist ein Quarzuhrwerk. Dazu werde ich später auch was sagen, warum ich mich dieses Mal für ein Quarzuhrwerk entschieden habe. Die Besonderheit bei der Uhr ist ein Energiesparmodus. Wenn man die Krone zieht, reduziert sich der Stromverbrauch um ca. 70%. Die Betriebstemperatur geht von 0 Grad, ein bisschen unter 0 Grad, bis hoch bis 50 Grad. Also kann man eigentlich überall hernehmen. Die Maße beträgt 50 auf 55, auf die Höhe ist 10,5 und das Gewicht beträgt 133 Gramm. Eigentlich wird die Uhr mit einem NATO-Band ausgeliefert, das zeige ich euch gleich, mit einem Nylon-NATO-Band, aber ich stehe halt einfach auf die Metallarmbänder, deshalb habe ich mich hier auch wieder für ein Metallarmband entschieden. Das NATO-Band zeige ich euch gleich. Ja, das NATO-Band zeige ich euch gleich. Punkt. So muss ich das sagen. Das große Manko an der Uhr, für mich zumindest, kann jeder sehen, wie er will, war einfach das Band, mit der die Uhr ausgeliefert wird. Das ist halt hier so ein NATO-Nylon-Band. Das habe ich mir damals schon modifiziert, weil ich glaube, der ein oder andere wird es wahrscheinlich kennen. Da ist normalerweise noch so ein Band, das wird hier so durchgefädelt. Ihr müsst euch einfach mal hier diese Konstruktion anschauen, wie das da so funktioniert. Aber kennt man ja eigentlich. War vorher schon sehr unangenehm zu tragen, wie ich finde. Dann habe ich es mir modifiziert und habe mir das da weggeschnitten. Konnte ich es einfach durchfädeln. War immer noch sehr unangenehm zu tragen, wie ich finde. Es ist halt einfach so. Wirklich, ich sage niemandem, wie er seine Uhr zu tragen hat. Aber ich finde es halt einfach so. Und habe mich dann letztendlich für ein, ist zwar No-Name, kein KHS, aber schwarzes Stahlarmband entschieden. Das gefällt mir viel besser und es trägt sich, finde ich, es trägt sich einfach viel besser. Ich mag das nicht, wenn unten an der Uhr, ich zeige es euch mal ganz kurz, hier unten, übrigens habe ich mir die Uhr auch gravieren lassen, ich hoffe, man erkennt es jetzt. In meiner Uhr steht nämlich Assassin. Ich mag es einfach nicht, wenn das Band da so durchgefädelt wird und man hat nicht die Rückseite von der Uhr am Handgelenk, sondern man hat halt einfach so ein Nylonband am Handgelenk. Bin ich halt einfach kein Fan von, muss aber jeder für sich selber entscheiden. Zu guter Letzt wollte ich euch noch ganz kurz erzählen, warum ich mich für eine Quarz-Version entschieden habe, also mit Batterie. Das hat zwei Gründe. Der erste Grund war, ich konnte mir damals einfach keine andere Uhr leisten. Ich stand damals noch nicht so da, wie ich jetzt da stehe, geldtechnisch. Und die Inceptor gibt es in allen möglichen Varianten, auch eine Automatikversion, aber da kostet sie halt einfach fast, ich glaube, das Dreifache mehr. Ich weiß es nicht genau. Ich konnte mir damals einfach nichts anderes leisten. Das war der erste Grund. Wenn ich gespart hätte, ist jetzt völlig egal. Auf alle Fälle war es damals eine geldtechnische Frage. Und der zweite Grund ist, wenn ich mich für eine Automatikversion entschieden hätte, dann hätte ich sie jedes Mal wieder neu stellen müssen, weil ich trage die Tactical-Uhr natürlich nicht täglich, logischerweise, sondern hauptsächlich beim Airsoft-Spielen und wenn ich draußen unterwegs bin, aber sie ist nicht in meinem alltäglichen Gebrauch und es ist einfach nicht gut für eine Automatikuhr, wenn sie sich immer wieder leer läuft. Das ist der erste Grund und der zweite Grund, man muss sie halt jedes Mal wieder neu stellen. Also jedes Mal, wenn ich dann rausgegangen wäre, wenn ich die 2-3 Tage nicht getragen hätte, dann hätte ich sie wieder neu stellen müssen und das ist natürlich nervig und dann habe ich mir gedacht, ach, weißt du was, hier, Ding, mache ich doch einfach mal mit Batterie. So, und das war der Grund. Und jetzt haue ich alle 2 Jahre einfach eine neue Batterie rein und dann weiß ich, dass die auch wieder läuft, die nächsten 2 Jahre. Das waren die Hauptgründe für eine Quarz-Version. Aber wie gesagt, die Uhr gibt es in allen möglichen Varianten und Ausführungen. Ich kann jedem nur empfehlen, schaut euch einfach mal um bei KHS, die Uhren kosten was, aber kosten jetzt auch nicht die Welt. Und man hat einfach was. Man bekommt wirklich was für sein
Geld. So, das wollte ich noch am Ende loswerden. So, meine Lieben, das war's von mir und von meinem endlich mal wieder im Freien gedrehten neuen Video. Ich habe es am Anfang schon erwähnt, ich bin jetzt schon wieder gespannt, wie viele Abonnenten mir jetzt wieder abspringen werden. Hey, ganz ehrlich, ich glaube, ich bin auf YouTube der einzige Kanal, wo die Abonnenten immer weniger werden und nicht mehr. Aber das ist auch völlig in Ordnung. Ich habe schon tausendmal erwähnt, ich mache YouTube aus Spaß an der Freude und weil ich euch was zeigen will. Und jeder, der es sehen möchte, ist herzlich eingeladen, sich die Videos anzutun. Und jeder, der es nicht sehen will, ist mir ehrlich gesagt egal. So muss ich ja, wird ja keiner gezwungen, sich irgendwas anzuschauen. Leute, ich hoffe trotzdem, euch hat das Video gefallen. Ich werde jetzt noch meinen Tee austrinken, dann werde ich noch ein paar Meter gehen, weil trinken, gehen, frische Luft, so wie vom Arzt verordnet. Und dann werde ich mich wieder auf den Nachhauseweg machen. Leute, geht raus in dieser wunderschönen Jahreszeit. Nehmt eure Kinder. Ihr wisst, eure Kinder haben es verdient, öfters von euch mit rausgenommen zu werden. Aber bitte treibt es nicht zu wild. Sagt Nature Chill.